Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, wir reagieren heute auf AZ Neue Welt, das Album Bis zum Ende heißt der Song. Ich bin drauf gespannt, wir haben jetzt schon auf einige Songs vom Album reagiert. Checkt die auf jeden Fall ab, ballert mir immer weitere Vorschläge in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, wir gehen ganz kurz in die Infobox, bevor wir auch schon starten. AZ Albi ist auf dem Song, okay krass, wusste ich nicht. Ist dann der zweite Song mit Albi auf dem Album. Lucry. Nur Lucry, nicht Suena diesmal. Okay, wir haben Lucry am Start. Let's go, bin auf den Song gespannt. Wir haben jetzt auf, ich muss sagen, Freigang kam ja auch als rausgekoppelte Single raus. Digga, wieso ist dieses Mikrofon so scheiße hoch? Okay, Freigang fand ich war ein sehr, sehr, sehr nicer Song. Ein sehr, sehr nicer Hook auch. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Schreibt mir mal rein, was ist euer Favorit von dem Album? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir jetzt euren Favoriten rein. Okay, wir starten rein, let's go. Cry. Boah, ich schwör's dir, das hört sich so behindert aggressiv an, ne? Junge, wenn AZ schon so reingeht, ne? Es könnte jetzt. Also, Deep kann's nicht mehr werden. Es kann nur noch hardcore aggressiv sein. Oder es wird, ein schneller Dancehall-Song. In der Stadt, wo ich lebe, yes. Rollen Köpfe, brichst du dein Wort? Ich hab alles gesehen, aber AZ war niemals vor Ort. Ja, ich hab 10 von 10. Oh, ich dachte mir, bitte, bitte mach nicht Dancehall-Beat, Digga, bitte nicht. Weil Dancehall kann er auch gut machen, aber hat er schon auch gut auf dem Album jetzt von den Songs, die ich gehört habe, gemacht. Ich habe mir jetzt einfach nur was Aggressives gewünscht und das haben wir jetzt hier am Start. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass wir einen aggressiven Song haben. Oh Junge, es muss, also ich muss sagen, schöner, schöner Part. Schön druckvoller Part auf jeden Fall. AZ Albi zusammen auf dem Song haben ja auch, also Fast Life 2, meiner Meinung nach ein sehr, sehr gelungenes Album. Und es gab ein, zwei Songs sogar, wo ich gesagt habe, Digga, Albi hat mir besser als AZ gefallen. Zum Ende, verlass dich, das Land ist die Kugel nicht weit. Kenne deine Adresse, ich weiß, wenn du schläfst, bist du immer allein. Schüsse in dein Fenster. Junge, der Beat hört sich aber auch böse an. Ich hätte gedacht, Lucry und Suena hätten jeden Song produced, aber dann ist wahrscheinlich Lucry der Hauptproduzent des Albums. Aber Suena hat wahrscheinlich 90% mitproduziert, ne? Deswegen. Nice. Wirklich nice. Und wie lang mein Name steht. Bis zum Ende denk dran. Boah, was war das für eine Pre-Hook? Digga, der Part, der geht ab, 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 ab. Pre-Hook, ruhige Hook, leise Stimme, so ein bisschen auf Flüstern angelehnt. Und dann, bam, Drums kommen rein, AZ schreit. Du fragst, wie weit sollen wir gehen? Bis zum Ende. Solange der Zeiger sich dreht, holen uns alle, keiner bleibt stehen. Wir sind überall im Gespräch. Bis zum Ende. Wisst ihr, was ich sehr nice finde? Der Song, ne, heißt ja Bis zum Ende. Und AZ, der kommt richtig aggressiv, ne, in die Hook. Aggressive Line. Bis zum Ende. Wieder eine aggressive Line und dann wieder. Bis zum Ende. Der Wechsel ist nice. Tag und Nacht unterwegs. Bis zum Ende. Du fragst, wie weit sollen wir gehen? Bis zum Ende. Solange der Zeiger sich dreht, holen uns alle, keiner bleibt stehen. Wir sind überall im Gespräch. Bis zum Ende. Also doch, dieses Bis zum Ende. Ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal so gehört, ne, und ich muss sagen, das hat sowas von Ohrwurm-Potenzial. Und wenn ich das schon beim ersten Mal anhören sage, dann hat das für mich echt Ohrwurm-Potenzial. Nice. Ich bin sehr auf euren Favoriten-Song vom Album gespannt. Bin ich mal sehr gespannt, was ihr so sagt. Deswegen. Aber er hat auch echt nice Singles rausgehauen. Die Nacht hat mein Leben gerettet. Sie kommen und gehen, doch wir bleiben bis Ende. Mit Kokain, Geld, alle Bullen bestechen und mach nicht auf Welt, denn wir kommen und stechen mit Stoff in den Bags. Strada, voll mit Kana, bis wir leben, viel zu schnell. Boah, Junge, ich fühl Albi mehr als AZ.
Junge, ich fühle einfach Albi mehr als AZ. Was ist das? Albi, sein Einstieg war einfach phänomenal. Boah. Lass mich nochmal ein Stück zurückgehen. Aber Real Talk, ich weiß nicht wieso, aber Albi, Digga, der hat's drauf, wenn er aggressiv rappt. Der Junge hat's drauf. Cannabis, wir leben viel zu schnell. Warten auf den Haftantritt, doch bleiben kriminell. Konto auf Minus, doch Geld. Im Karton, wir lieben den Stress. Von Krisen zu Lila, ne Day. Verdienen. Oh, ich komm nicht klar, ich komm nicht klar. Ich sag euch einfach, Real Talk, ich hab den Part noch nicht mal zu Ende gehört und ich finde seinen Part besser als den von AZ. Ich weiß nicht, aber Digga. Und das ist halt nicht böse gemeint, aber AZ ist halt einfach jahrelang musikalisch unterwegs. Albi kennen wir erst seit Fast Life 2. Und Digga, für mich einfach Talent. Junge, er kann rappen. Er hat die aggressive Stimme. Er macht das nice. Wahrscheinlich hilft ihm AZ sehr viel, aber Junge, trotzdem nice. Die ganze Maschine macht da, da, da. Geben kein Krieg, was du denkst, ey. Guck mal, die Kette, sie glänzt, ey. Handy ist noch so bis jetzt, ey. Status, laut, Stoff an dem Mann ohne Bank. Ich glaube, du. Also bis zum Ende, das hätten die auch als Single rauskoppeln können, weil ich glaube, es wäre auch gut durch die Decke gegangen, der aggressive Sound. Vor allem, nice. Nice, also wirklich, gefällt mir sehr, sehr gut. Hat mich gerade auch gut wach bekommen. Habe ich wirklich sehr gefühlt. Also hier den Part von Albi muss ich mir nochmal in der Reaction angucken, aber ich habe ihn sehr gefühlt. Du hast keine Ahnung, 24-7 auf Hand. Kokain flex und die Makarov steckt hinterm Gürtel MS. Drück das Pedal runter von meinem Benz. Tag und Nacht unterwegs bis zum Ende. Junge, okay, also ich muss sagen, ein Hammer Part von Albi, den wir da gehört haben. Jetzt kommt nochmal die Hook von AZ rein und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit der Reaction. Mit dem Video. So, bis zum Ende. Du fragst, wie weit sollen wir gehen? Bis zum Ende. Solange der Zeiger sich dreht, holen uns alle, keiner bleibt stehen. Wir sind überall im Gespräch. Bis zum Ende. Ja, ich muss sagen, gerade kurz hier verkackt mit dem Text, aber trotzdem bleibt's im Kopf. Trotzdem bleibt's im Kopf, ey. Abgeliefert, Hammerbeat von Lucre, den er da produziert hat. Schön düsterer Beat am Start gehabt. Aggressive auf die Fresse Sound. Nice. Tag, Tag und Nacht unterwegs. Bis zum Ende. Du fragst, wie weit sollen wir gehen? Bis zum Ende. Solange der Zeiger sich dreht, holen uns alle, keiner bleibt stehen. Wir sind überall im Gespräch. Bis zum Ende. Also, ich muss sagen, Fazit: sehr, 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 sehr nicer Song. Könnt mal gerne reinschreiben, wie ihr den Song findet. Wie fandet ihr AZ's Part? Wie fandet ihr Albi sein Part? Wen fandet ihr da besser? Kann mir vorstellen, dass viele von euch AZ sagen werden, aber ich muss sagen, Albi sein Part hat mich einfach mehr gepackt. Schüsse an dein Fenster. Du kannst es nicht ändern. Okay, Leute. Das war's. Macht's gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Haut rein und ciao.